Wir wissen natürlich, dass wir einen Trainer haben, der nicht nur seit einigen Wochen, sondern seit er bei uns ist, polarisiert, meistens im positiven Sinne. Es gab auch einige Dinge, die waren nicht ganz so schön. Ändert aber nichts an der Tatsache, und das kann ich allen hier versichern, die jetzt hier stehen, dass wir einen erstklassigen Trainer haben, der alles dafür tut, natürlich auch ein bisschen polarisierend, dass wir erfolgreich sind. Dass dann bei der Person Roger Schmidt dann ein bisschen, vielleicht anders als bei anderen Trainern, die sich ein bisschen anders verhalten, dass dann die Kritik oder der Gegenwind bei dem einen oder anderen Schulisten ein bisschen größer ist, da haben wir uns ein bisschen dran gewöhnt. Aber das Wichtige ist bei uns bei Bayer Leverkusen, dass wir kein Gummirückgrat haben, wenn ihr versteht, was ich meine, Gummirückgrat. Wir lassen uns davon nicht beeindrucken, weil wir wissen, dass wir einen klasse Trainer haben. Das wird natürlich dann kritischer gesehen, aber ich glaube, wenn bei dem einen oder anderen der gesunde Menschenverstand nach einem Tag dann einsetzt, wird er gemerkt haben, dass man das hätte besser gar nicht lösen können, wenn du sowieso auf der Tribüne bist und kannst nicht eingreifen und hast die Möglichkeit, den Achtelfinalgegner nochmal zu beobachten, was vorher nicht möglich war durch die vielen englischen Wochen, dann ist es im Grunde sogar ein Idealfall. Besser hätte es nicht sein können.